Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, ich habe ein paar In-Game-Commands rausgesucht und hoffe, dass es jetzt irgendwie besser wird. Ich habe hier das hier eingegeben, Start Quest S0000021, Started Quest Lich's Soul. Das ist die Quest, die wir ja irgendwie nicht aktiviert bekommen. Das ist die Quest, die wir irgendwie bisher die wir nie abgeschlossen hatten, um so in der Hauptstory weiterzukommen. Und jetzt erhoffen wir mal, dass jetzt, wo ich das aktiviert habe, dass da jetzt vielleicht der eine Zombie irgendwann kommt. Dass wir dafür heute auch eine etwas längere Folge, bis wir irgendwie von einem Zombie angegriffen werden. Und da irgendwie die Nachricht kommt von dem einen Dude von Mani Marco, den König der Würmer, dass wir dann ihn besuchen sollen. Und dass wir dann die Quest da erledigen können. Denn ohne diese Quest, wenn wir die nicht erfüllen können, kommen wir in der Hauptstory nicht mehr weiter. Deswegen laufen wir jetzt erstmal ein bisschen so. Das wird heute definitiv eine Überlänge-Folge. Also, ja, je nachdem, wie lange das dauert. Es kann sogar sein, dass diese Folge hier ein, zwei Stunden dauern wird. Das wird dann eine extra lange Folge. Aber bis wir irgendwie irgendwas davon haben, dass irgendwie ein Lebensanzeichen von der Quest. Solange werden wir hier erstmal einfach irgendwas machen. Hoffen, dass hier Mani Marco uns, ja, wie soll ich sagen, also eine Nachricht schickt oder so, was wir dann für eine Aufgabe haben. Denn hier steht da irgendwie gar nichts. Und ich glaube, das hier können wir ja erst erfüllen, wenn wir das mit Mani Marco erledigt haben. Dann wäre das hier auch weg. Denn das da ist ja quasi die aktivste Hauptquest, die über alles drauf drüber steht. Die Lysandros haben wir ja schon erlöst, für ihn Rache genommen. Ist nur noch das mit, ja, mit dem Licht, mit Mani Marco, dem Underking. Da werden wir schon attackiert, aber ist es jetzt keiner, von dem ich jetzt erwartet hatte, also sind keiner, den ich erhofft habe. Aber der hat wenigstens ein bisschen Geld dabei gehabt. So. Wir wollen ja auch in diese Richtung da vorne. Immer langsam in Richtung hier Daggerfall, also Hauptstadt. Und ich hoffe, da kommt jetzt irgendwie was zustande. Ansonsten darf ich gleich nochmal kurz gucken, ob ich nicht noch irgendwas vergessen habe. Ja, wird auf jeden Fall eine etwas, wirklich eine längere Folge. Also, wir können hier aber auch quatschen. So, worüber könnte man quatschen eigentlich? Ja. Erstmal so ein bisschen einfallslos. Ich finde das aber echt doof, dass das hier. Eigentlich im Grunde hatten wir, glaube ich, die Möglichkeit gehabt, für Mani Marco noch ein paar Quests zu machen. Und dann kam es irgendwie in eine Verbindung so mit. Durch Sentinel, also die Hauptstadt hier von Sentinel. Von Hammerfell, von Rotwadon. Dass da ja irgendwas für einen Underking erledigt werden musste. Und wir dann den Ruf da bei den Nekromanten verloren hatten und dann war irgendwie die Quest wieder weg. Und das wundert mich.
Denn so wie ich das bisher hier mitbekommen habe, verstanden habe, die hier in Wayrest sind dicke mit den Nekromanten hier. Die hier in Daggerfall sind dicke mit den Orks hier. Ne, die in Belfera sind hier auch dicke mit den Orks. Die aber auch. Die hängen drei da zusammen. Dann Menevia, da ist ja Lysandros Grab. Hier Varus ist dicke mit den Nekromanten. Und Sentinel hier ist dicke mit den Underking. Wo auch immer der Underking ist. Da habe ich keine Ahnung. Und das sind die Fraktionen hier, mit denen man zusammenarbeitet. Bisher alle anderen Bereiche hier irgendwo, die waren jetzt noch nicht wirklich wichtig. Hier nicht mal die Aligre-Wüste oder so. Die wichtigsten Orte waren jetzt tatsächlich bisher hier Daggerfall, Isle of Belfiera, Menevia, Orsinium Area, Varest, Dragontail Mountain und Sentinel. Das andere war bisher irrelevant. Aber trotzdem geil, dass hier so viel gibt, dass man da überall noch hingehen kann. Rufgarian Mountains, das gehört glaube ich auch noch zu den Orks. Ja, aber bisher waren nur diese paar Bezirke wirklich relevant. So, wo bin ich eigentlich jetzt genau hier? Hier haben wir jetzt ein großes Feld an nichts. Und ich hoffe mir wirklich, dass da bald ein Dings hier kommt, also ein Zombie von Manimako. Denn ich würde wirklich gerne lieber diese Quest noch mit euch durchziehen, statt über einen Command hier jetzt hier zu überspringen oder so. Ich würde das schon lieber gerne mitnehmen. Und ja, jetzt heißt es wirklich einfach nur erstmal abwarten, bis das eine Ding da ist. Der Zombie, der uns eine Nachricht gibt. Es soll ja ein Zombie kommen. Ich habe da mich jetzt durchgelesen, so was diese Quest angeht. Wir müssen ja hier auf den Zombie warten, dann zu Manimako rübergehen, die Quest annehmen von ihm, dann rüber nach Sentinel in die Katakomben, da wo wir letztens waren. Da hat jetzt aber auch ordentlich geruckelt. Warum hat er gerade geruckelt? Naja, egal. Und da, wo wir letztens schon waren, in Sentinel, da oben, in den einen Raum, den wir uns freigeschaltet haben, läuft dann auch noch ein Licht rum, den wir erledigen müssten. Ich habe mir jetzt nur diese eine Quest spoilern lassen. Ich weiß gar nicht, wie es danach weitergeht. Nur diese eine Quest. Und ja, jetzt ist wirklich nur die Frage, wie lange müssen wir jetzt warten? Irgendwann müsste doch ein Zombie kommen oder so. Boah, vor allem man sieht weit und breit nichts und wir laufen hier jetzt einfach nur durch die Pampa. In der Hoffnung, dass wir attackiert. Boah, ich habe mich jetzt wegen dem Ding hier erschrocken. Ich dachte, was rennt denn da von der Seite auf mich zu? Alter. Okay. Geht auch so. Geht auch in Ordnung. So. War ich jetzt eigentlich stehen geblieben vom Reden, weil ich jetzt mich so erschrocken habe wegen dem Ding. Wegen dem Ast. Er ist wirklich nur noch den einen scheiß Zombie. Sorry, dass ich jetzt so oft sage, hier wegen dem Zombie und so weiter. Aber es ist wirklich, es liegt nur noch an dem einen einzigen Zombie, dass wir
die dieses Let's Play hier auch beenden können oder auch nicht beenden können. Ne, irgendwie weiter hinten sehe ich jetzt auch nichts, ne? Keine Siedlung, oder? Wenn ich jetzt wüsste, wo wir auch sind. Angegriffen werden wir jetzt auch noch nicht. Ist jetzt nur wirklich die Frage, wann kommt denn der Zombie uns angreifen? Achso, wir laufen jetzt mittlerweile in die falsche Richtung. Die Richtung müssen wir. Möglichst in diese Richtung hier. Also, ich drücke auch so in die falsche Taste auch, ne? Ich finde es aber auch schade, dass hier auch keine Straßen zu den einzelnen Siedlungen gibt oder so. Denn ich glaube, die Position der Siedlungen, Städte und so weiter, ist alles gleich. Egal, ob man ein neues Spiel startet oder nicht, die Position ist gleich. Nur wie die Städte dann aufgebaut sind, also abgesehen von den Hauptstädten, die sind prozedural generiert. Position ist immer gleich, meine ich. Vielleicht müssen wir auch einfach auf die Nacht warten. Ich würde dann aber auch hier, weil wir jetzt schon lange unterwegs sind, ein Safe Game auf die 3 wieder machen. Ja, die 3 haben wir jetzt quasi als Reserve-Safe-Game umfunktioniert, sage ich jetzt mal so. Für den Fall, dass ich jetzt doch hier irgendwie Mist gebaut haben soll. Was ich hoffe, was nicht passiert, dass ich jetzt Mist gebaut habe. Vielleicht muss ich auch einfach irgendwie den Ruf beim König der Würmer und den Nekromanten einmal erhöhen. Das weiß ich nicht, da bin ich mir nicht sicher. Wir werden das alles rausfinden. Ist ja eh heute eine Überlänge-Folge. Und da muss ich gleich schauen, was die Commands sind. Da müsste ich auch dafür nochmal zurück zu Manimako gehen. Ich muss den einmal anklicken. Dann die Dingens hier, den Command hier für den Ruf bei Manimako einmal erhöhen und dann einmal die Nekromanten anklicken und da auch noch einmal erhöhen. Klar, es ist voll und ganz ercheatet, aber was soll ich sonst machen, wenn ich auf anderen Wegen nicht mehr die Hauptstory machen kann? Also, mir ist schon wichtig, dass wir das Spiel hier auch beenden können und auch durchspielen können. Und ich würde lieber wirklich viel, viel lieber mit euch es bis zum bitteren Ende spielen, als anstatt hier es abzubrechen, weil wir nicht weiterkommen. Und dann sind mir solche Cheats, Commands und so weiter dann auch für mich legitim. Welche Richtung gehe ich jetzt die ganze Zeit? Ich glaube, ich bin wieder in Richtung Norden gelaufen. Weil ich mich die ganze Zeit hier so komisch umsehe. Ja, aber dann können wir sagen, diese Folge ist eher dann so ein Podcast. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie oft damals Leute dasselbe Problem hatten.
schon allein mit dem Grundspiel. Ich habe hier jetzt zwar die Daggerfall Unity Engine, also die Unity-Variante von Daggerfall, meine ich. Und ich habe so das Gefühl, dass hier läuft das irgendwie ein bisschen anders als damals, so das Grundspiel, die Grundvariante. Und ich weiß jetzt nicht, oder ich will nicht wissen, wie oft die Leute damals sich ein neues Spiel starten mussten, weil die nicht in der Story weiter vorankamen. In der Hauptstory. Weil sowas vorkam. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr auch eigene Erfahrungsberichte dazu. Hoppla, so. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Weil gerade jetzt habe ich nämlich das genau dieses Problem, dass wir jetzt nicht in der Hauptstory weiterkommen. In der Hoffnung vielleicht doch durch den Command. Und ich weiß nicht, ob im Hauptspiel auch solche Commands gab, also im Grundspiel. Also diese Dinger hier. Also gleich wird es Nacht. Das heißt, wir werden häufiger angegriffen gleich, irgendwann. Und ich hoffe wirklich, dass da ein Zombie vorbeikommt. Mit einer Nachricht, mit einer Botschaft. Vor allem, wir sind ja auch nicht mehr am Sprinten, sondern entspannt am Laufen. Das heißt dann, dass die Wahrscheinlichkeit, gehe ich mal von aus, dass die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, dass hier jetzt irgendwo ein Gegner spawnt. Was war das jetzt für ein Ruckler? Da war gerade ein Ruckler. Es ist auch schon dunkel. Wie spät haben wir es denn jetzt? 17.03 Uhr. Später Nachmittag. Und da bin ich jetzt gespannt, wie wir die Nacht hier auf- und schlagen werden. Ich glaube, wir müssen aber auch langsam mehr in Richtung Süden. Dass wir jetzt erstmal nur so geradeaus gehen. Ah, da haben wir die Sonne. Krass, wie rot die ist. Okay, jetzt fängt schon langsam an zu dämmern, die Nacht. Gleich bricht die Nacht über uns herein. Aber es sieht auch wirklich so aus, als würde die Welt brennen. Der Himmel brennt. Okay, ich hätte schon Bock, dass wir langsam in eine nächste Siedlung kommen. Longwalk hätten wir hier, aber ja, wir laufen erstmal trotzdem so weiter. Vielleicht finden wir noch eine. Ich laufe jetzt nicht zurück nach Norden, um es zu finden. Vor allem irgendwann müssen wir uns ja auch ausruhen, wenn die Ausdaueranzeige da leer ist. Beziehungsweise haben wir hier Disease, Shock, Poison, Water Briefing, Camel Inform, Shadow, Resist Fire, Healing, Free Action. Okay, passende Tränke haben wir jetzt nicht auf Tasche.
Angegriffen werden wir auch bisher noch nicht. Obwohl, komm, wir können auch mal eine Schnellreise machen. Nach Fontberry. Ist ja die nächste Stadt. Da haben wir einen Zombie. Stitches into the zombie's decaying flesh. You see the following message. Max Dias II. It would be an honor to have you visit me in my demands at your convenience. I have a small matter that you are ideally suited for. As always, my servants will test your mettle. Feel free to dispense with them. They can always be raised again. The King of Worms, Master of Scott Barrow. Ja! Wir haben's! Wir haben's wieder, aber erstmal hier irgendwo gucken, verkaufen. Können wir verkaufen? Gibt's hier Händler? Der hat nur einen Händler da hinten. Ich hoffe, da können wir die Waffen verkaufen. Aber ja, wir haben es geschafft. Okay, Überlänge-Folge habe ich trotzdem versprochen. Machen wir eine Stunde draus dafür. Weil ich jetzt 20 Minuten nur gelaufen bin. Und nur gelabert habe. Irgendwas. Irgendein Blödsinn. Aber ja, wir haben es geschafft. Okay, das heißt... Ja, General Store. Das heißt... Warte mal. Okay, hier ist noch nicht. So, aber wir können jetzt die Dinger hier eben... loswerden. So einen Wagen haben wir sonst nichts. Jo. Alles klar. Auf nach... Burke Scarrow. Scarrow Barrow. Scott Barrow. So. Wir machen trotzdem hier einmal noch auf die 3. Und gehen rein. So. Es hängt gerade... Ah, jetzt. Das heißt, wir sind jetzt erstmal wieder so weit. Warte mal. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Aber egal, solange wir nicht attackiert werden. So. Ich mache hier aber auch nochmal auf die 2. So, jetzt hoffentlich überleben wir auch die Fledermäuse. Jo. Da haben wir auch nochmal einen. Gut. Ja, das heißt, jetzt kommen wir endlich mal... Warte mal. Ah, okay. So, dann... Max, I'm so glad you answered my letter. I hope my messenger was gentle. You have been a loyal servant in the past. Not as loyal as my living dead, but far more versatile. My need involves the lowest depths of Castle Sentinel. And the reward is knowledge that only the dead can provide. Are you willing? Yes! How amusing. I am looking for the answer to a question. It doesn't exist among the living, but may exist among the dead. I want you to bring me back the ghost of Prince Carolus, the great-grandfather of the late King Cameron of Sentinel. Carolus was a sorcerer of no mean skill. He is now a lich deep in the bowels of the castle. I am giving you a special scarab. If it is close to him when you destroy his physical body, his soul will be trapped in the scarab. Bring it back to me, and I will tell you a tale few mortals have heard. Wir haben die Quest. Wir können endlich mit der Story weitermachen. Boah. Endlich. Okay, aber wie gesagt, ich habe es versprochen, wir machen Überlänge. Dann wird das heute eine Stunde sein, wo ich das Game hier zocke mit euch. Diese Folge.
musste ich zwar mit einem Command lösen, aber anders hätten wir das wahrscheinlich nicht bekommen. Weil ich da einiges vermasselt habe, was Story anging. So, wir gehen raus und reisen jetzt nach Sentinel. 23 Tage. An unfamiliar object in your pack catches your eye. It is a letter addressed to you in an elegant flowing script. How did that get there? Ah, ja, okay. Letter of Credit, Prince Lothar, Castle Center, Morgate, Prince of Wales, das hier. Und da haben wir das, ein Scarab. Ja, ein Pokémolter, okay. Da haben wir die anderen Dudes. Wir brauchen das eben, so. Und hier dann wieder ganz normal so. Jo, alles klar, wir haben das geschafft, wieder ganz normal in die Hauptquest reinzukommen. Jetzt erstmal nochmal da drinnen im... Wo ist denn das? Da. Im Palast. Nochmal den Weg raussuchen. Rausfinden. Wie wir nochmal hier zum Licht kommen. Aber ey, immerhin haben wir die Quest wieder. Endlich können wir weitermachen. Das waren wirklich mehrere Tage vom Let's Play, Aufnahmen und so weiter, die nicht funktioniert hatten, weiterzukommen, voranzukommen. Jo. Das heißt, wir können hier auch wieder regulär ganz normal speichern, wie sonst auch immer. So. Haben wir hier immer noch die Map genauso? Ja, die ist immer... Genau, die ist immer noch eingezeichnet. Und wir müssen hier hin. Jo, alles klar. So, holen wir den hier erstmal runter. So, und fahren dann mal jetzt hoch. Beziehungsweise ich mache jetzt hier auch wieder ein Safe Game auf die 2. Und pack schon mal die Waffe aus. So, und dann hoffentlich klappt das jetzt wirklich alles, wie ich das jetzt vorhabe. Und hoffentlich kommen wir mit der Hauptstory jetzt auch wirklich weiter. Genau, da müssen wir hin. Also hier gleich abbiegen. Wo kommst du denn her? So, komm, Elden. Obwohl, wir werden eh nicht viel davon. Nee, das war hier falsch. Da unten rum müssen wir hin. Der führt ja gar nicht dahin. Also hier nach unten gleich links. So, der hat nichts. Hier schießt aber keiner auf mich, okay. Boah. Jo, Geist kommt auch schon auf mich los. Silber. Nehmen wir alles auch mal mit. Ja, komm. So, und dann wären wir hier. Dann wären wir da. Jetzt erstmal schauen, ganz oben.
Was mussten wir nochmal machen, damit wir da überall durchkommen? Rogue ist gestorben, okay. Armer Rogue. Ah, da hinten ist immer noch zu, okay. Dann müssen wir über den anderen Weg da hinkommen. War hier nicht irgendwo noch eine Öffnung? Hier. So. Komm, einmal. Ich will hier genau Climbing Mode. Dann kommen wir jetzt eben schnell wieder hoch. Dann ist da offen. Genau, jetzt haben wir hier offen. Und da vorne. So. Jetzt nochmal herausfinden, wie das genau war mit dem Öffnen. Das eine mussten wir ja, glaube ich, hier. Durften wir nicht aktivieren? Den einen ganz vorne. Genau, den hier durften wir nicht aktivieren. So, den holen wir mal runter. Jo, der kann mir aufs Maul hauen, aber ich dem nicht, oder wie? Ich kann dem nicht aufs Maul geben, schade. So, dann klettern wir hier nochmal hoch. Genau, hier hatten wir einen, den wir betätigen müssen. Okay. So, den machen wir kaputt. So, und hier wieder hoch. Genau, hier vorne ist jetzt wieder zu und da hinten aber nicht. Doch, da hinten auch. Aber hier hatten wir auch noch irgendwo einen Hebel. Da. Da ist der Hebel. So, wenn wir jetzt hier runter gehen, ist hier immer noch zu, aber das da ist jetzt offen. Dann heißt es jetzt für uns wieder zurück. So, hier ist jetzt. Genau, hier ist offen, das darf jetzt zu und das war. Ah, genau, das ist das nach ganz oben gewesen. Dann müsste aber ganz unten hier jetzt auch offen sein. Haben wir dann das eine Haupttor da aufkriegen und den Licht hier ausschalten können. So. Nee, ist immer noch nicht. Dann wahrscheinlich ganz oben, wenn wir nochmal ganz nach oben gehen. Durch die andere Tür. Durch diese da. Oder? Ja, die scheint uns noch komplett zu fehlen. Für diesen Durchgang. Oder wie hatten wir das letzte Mal gemacht? Boah, weiß ich nicht mehr, wie wir das letzte Mal gemacht hatten. So, den haben wir schon mal. Nein, 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 nein. Arschloch. So, müssen wir jetzt wirklich das hier machen? So. Und schnell wieder hoch. Jo, das ist jetzt offen.
Stimmt, wir müssen jetzt nochmal dahin. Das eine Hebel da benutzen. War das hier der Weg dafür? Nö, war der hier. Der hier führt hier auch dahin. Nochmal den Hebel betätigen. Weil dann müsste da offen sein. Nee. Komm, nein, ja. Ich dachte schon, ich falle jetzt in den Tod. So. Nein, 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 ja. Und so. Ja, der ist frei. Und da haben wir den letzten wichtigen Hebel. Und machen den hier mal runter. Der braucht aber erstmal lange. So, und wenn da gleich offen ist. So, machen wir doch mal den Fahrstuhl. Wenn das da jetzt gleich offen ist, dann machen wir nochmal ein Safe Game, schalten den aus und gehen wieder zurück zu Manimako. So. Jo. Wir haben's. So, Safe Game. Und los. Okay, hier ist er nicht, dann ist er unten. Dann ist er hier drinne. Jo, da haben wir den. Nehmen wir mal mit. Okay. Wir haben ihn. Alles klar. Jetzt müssen wir das da wieder aufkriegen, damit wir wieder zurück können. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, vielleicht hier hinten. Mit dem Hebel. Irgendwie. So. Autsch. Hier nicht. Nee. Komm. So. Ah ja, hier kommen wir auch nicht mehr zurück. Dann eben kurz nochmal runterfahren. Ist dann doch vielleicht ein bisschen. Oh, hier sind Feinde in der Nähe. Nein, 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 nein. Ah, überlebt. Gut, wir fahren nach oben. So, kann ich hier? Jo, hier kann ich machen. Aber okay, wir haben den Dude jetzt. Ist auch in. Das ist immerhin wieder offen. Und hier ist offen. Wir müssen den Weg dahin finden. Alles klar, damit wir hier raus können. Also hier einmal nach ganz unten und dann den in Richtung Osten nehmen. So und hier. So, dann bin ich jetzt gespannt, wenn wir ihn jetzt bei Manimako da abliefern. Genau, hier. Das ist der Ausgang. Holen wir uns den mal hoch.
Da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie es dann weitergeht für uns. Was die Hauptquest angeht. Ich finde es halt nur schade, dass ich jetzt mit diesen Commands da eine Lösung finden musste. Und dass wir das nicht von selbst lösen konnten. Aber immerhin haben wir wenigstens eine Lösung bekommen. Dass wir die Quest wieder machen können. Ich habe so ein Gefühl, ich bin hier falsch. Ja, es war nur ein Gefühl. Es ist nichts falsch von dem, was ich hier gemacht habe. So, dann sind wir jetzt gleich wieder raus. So, dann haben wir die Quest für Manimako auch erledigt. Müssen nur noch abliefern. So. Und hier nochmal raus. Boah, ich freue mich, dass wir das jetzt geschafft haben. Dass wir endlich wirklich hier, was Questing angeht, so weit gekommen sind. So, was sagt denn hier die Uhr? 17 Uhr? Okay, egal. Dann gehen wir nach Skirt Barrow. Skirt Barrow, genau. Gehen wir da jetzt hin. Unitizer Rank aus Tumble Over Phone. Okay. So, nochmal die Waffe zücken. Und Render. Einmal gucken, was hier ist. Immer noch bei 212. Spider just died. Aber egal, wir... Autsch. Kein Schaden. Also kaum Schaden. Hey. Nehmen wir auch mit. Können wir nachher verkaufen. Egal. Jetzt tragen wir halt zu viel. So. Und hier, mein lieber Dude. Achso, hier. Jo, das hat geklappt. So, dann mal gucken. Well done, Max. I'm sure the prince will be most cooperative. Please accept this amulet as a token of my appreciation. In addition, I have decided that it is time for someone outside of Tiber Septim's line to know the truth about the Underking. Okay, wir erfahren jetzt wirklich, wer der Underking ist. Also... Okay, weitergelesen als bis zu dem Punkt, wie man das hier kriegt, also die Quest hier überhaupt, habe ich nie getan. Ich hatte nur, also ich weiß jetzt nicht, was nachfolgen kommt, aber dass wir jetzt den Underking erfahren, mega, wer das ist, den kennen wir ja noch aus, vom Namen her, noch aus dem ersten Teil. As you know, Tiber Septim was the first emperor of Tamriel. Tower, the end of his wars of conquest. He betrayed his battle mage, Zurin Arctus. When Zurin died, his soul refused to leave his body. Something to do with the mysterious Numidium. Since that time, Zurin Arctus has lived on as the Underking. The Underking and his agents have been a thorn in my side for centuries. Just remember, should the Underking regain his mortal body, he would surely throw all of Tamriel into conflict. Okay, also ist der große Antagonist hier der Underking. Guten Tag. Alles klar. Ich hatte jetzt gedacht, es geht hier jetzt mehr um die Kontroverse der ganzen
Parteien, dass der Lysandus gestorben ist und so weiter, beziehungsweise ermordet wurde. Er Rache wollte, dass sein Geist hier Tarot macht und so. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist der große Antagonist hier der Andaki. Weil der von Tiber Septim verraten wurde. So wie ich das richtig verstanden habe. Aber egal, wir gehen jetzt zurück nach Daggerfall in die Hauptstadt dieser Provinz des Spiels. So, was sagt die Gesundheit? Wieder bei 4. Ich bin aber kein Werwolf. So, da haben wir wieder jemand Unschuldigen, den wir essen können. So. Und ziehen die Dinger wieder an. So, dann müssen wir jetzt eben noch kurz Geld machen. So, wo sind wir? Okay. Vintage Elixirs. Wie spät haben wir es? 7:15 Uhr. Ich hoffe, der Laden hat hier schon offen. Wir haben hier ein paar Gewürze für ihn. Wie das hier zum Beispiel. Ah, wir haben den Wagen noch nicht einmal gefüllt. Okay, also hätten wir noch ein bisschen mehr Platz haben können. Noch ein bisschen mehr was verkaufen können oder so. Norden. Müssen wir nach Norden? Warte mal. Den Laden müssen wir hin. Und was war das hier jetzt für ein Laden? Obwohl, hier können wir auch einmal kurz gucken. Achso. Vielleicht auch mal den hier machen. Damit wir da auch rein können. So. Der hat hier aber nichts. Auch nichts für uns. Adamantium-Helm sieht schon geiler aus, finde ich. Aber wir haben jetzt. Ich würde gerne den hier, also in der Farbe haben, als Dädrisch. So, ab dem können wir auch den ganzen Stuff hier verkaufen, andrehen. Okay, hier haben wir nichts. Mal gucken, was der andere Dude hier hat. So, hier. Der hat nichts. Und hier auch nichts. So, nordwestlich war ja der Pfandladen, Pfandshop, da ist er doch. Hier haben wir. Können wir die Pfandflaschen abgeben? Den hier. Okay, sonst haben wir hier nichts. Mal gucken, hat er hier irgendwas Gutes für uns? Soweit erstmal nichts. Nope. Auch nope. Hier gar nichts. Vielleicht oben. Nada. Hier auch nicht. Ah, wir brauchen dringend mehr der dritten Rüstung. Denn soweit ich das bisher jetzt mitbekommen habe, es sind ja nicht mehr viele Hauptquests, bis wir das Spiel durch haben. Das heißt dann, dass wir hier langsam auch zum Ende kommen werden. Hier haben wir unser Zuhause. Jetzt will ich einmal schauen, ist mein Stab noch da? Da. Staff of Magnus ist immer noch da. Aber ich finde es super, dass man hier jetzt Housing hat, dass man hier lagern kann. Dass wir den jetzt auch noch nicht so einfach verlieren.
Achso, wir müssen jetzt erstmal nach Norden. Nicht nach Norden, nach Osten. Einmal kurz zur Bank. Was haben wir sonst noch so auf Tasche? Wir haben 80 Kilo gerade. Achso, 14.811 Gold. Nein, 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 nicht droppen. Nicht droppen. Und dann haben wir noch so ein Brief, das auch noch ein bisschen was wiegt. So, da haben wir schon. Da, dann können wir das hier einmal das hier machen. Jo, jetzt sind wir schon bei einer Million. Und dann 14, 8, 1, 1. 1.025.884 Gold haben wir schon. Kriege ich dafür einen Erfolg? Und wie viel wiegen wir jetzt? Hoppala, hier. 43,25 wiegen wir wieder. Beziehungsweise wir können hier auch einmal gucken, vielleicht hat der Dude was. Und schade, dass da wirklich viel zu selten dädrische Artefakte rumliegen. Hier noch ein Waffenladen. Ah, stimmt, das ist der große. Wo man hier ein bisschen mehr hat, an manchem Katana. Ich hätte aber schon gerne ein bisschen mehr was in Richtung dädrische Rüstung. Nee, der Warhammer ist keine Rüstung. Die kann ich nicht anziehen. Achso, den kann ich nicht. Hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Warum kann ich die anderen Regale hier nicht anziehen? Anziehen, sage ich schon. Anklicken. Wo haben wir den General Store? Der müsste doch auch noch hier was haben. Da. Der könnte auch noch was haben. Der Broadsword, den wollen wir nicht. Auch nicht. Nope. Das Ding durchsuchen wir mal nicht. Das sind aber komische Schränke, was der hier hat. So. Aber steht hier noch irgendwas bezüglich Hauptquest? The Lycan Ah. Ne, das haben wir durch. Das ist durch. So, das. Ja. Das ist halt der Wolfsjäger. Ich hatte jetzt gedacht gehabt, das hier wäre jetzt weg. Obwohl. Keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht muss noch irgendwie abgewartet werden, noch ein Brief kommen oder so. Ich weiß es nicht. So, was könnten wir eigentlich noch machen? Knights of the Dragon haben wir jetzt zweimal hier. Da haben wir noch einen Vintage Smith. Gehen wir an in die Richtung. Können wir erstmal hoffen, dass irgendjemand hier schon eine dädrische Rüstung hat für uns. Denn uns fehlt ja nur noch Right Pauldron, Ebony Gauntlets,
Red Pauldron, Gauntlets, Greaves, Boots und Tower Shield. Dann haben wir eigentlich alles derdrisch. Ja, lassen wir mal so. Lassen wir mal so. So. Da haben wir auch noch einen Laden. Also größtenteils haben wir hier nicht mehr so viele Geschäfte, die wir abklappern können. So ein General Store. Geht auf. Vielleicht hat er was. Ja, wir können aber auch so in der nächsten Folge dann kleine Tour machen, bis wir die nächste Quest bekommen. Und ja, dann heißt es eigentlich abwarten, wie es dann weitergeht, definitiv. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deos. Und ciao!